So, willkommen bei Gelb. In diesem Part steht uns die Liga bevor. Moment, muss mein Gang. Okay. Ja, gut, unser Team ist. Die Level sind okay. Wir werden's aber trotzdem in der Liga nicht so leicht haben. So. Oh, wen haben wir denn da? Was, Rot? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du besitzt auch alle Orden? Das ist cool. Boah, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich sie besiege. Also, los geht's. Ja, okay, schauen wir mal. Er hat jetzt auch 6 Pokémon. Wir haben allerdings nur 5. Aus dem Grund, weil man 5 Pokémon leichter trainieren kann als 6. Ja. Okay, Sandama ist am Boden-Pokémon, aber Glurak ist flugzusätzlich, da sind die Bodenattacken von Sandama völlig wirkungslos. Falls es welche kann. So, Schlitzer! Eieiei. Ja, kann auch Schlitzer, das ist schlimm. Jetzt aber Feuersturm, der muss treffen. Sehr schön! Und jetzt reicht's zum Kill, reicht's zum Kill, yeah! Das ist cool, Glurak. Okay, Owei, Owei. Ich rieche ein Owei. Dieses Owei wird nicht lange leben. Denn der Fliegen wird ihn jetzt vernichten. Was? Und überlebt's. Okay. Nimm Schlitzer. So, was kommt jetzt? Austausch. Dann wechseln wir zu Pikachu. So, aber ich habe keinen Bock, dass das Austausch jetzt mit einer Wasserattacke unser Glurak fertig macht. So, da fällt mir nur ein Wort ein. So, oh, Pikachu, streik nicht schon wieder, bitte. Das hat man doch schon mal. Im letzten Part, glaube ich. Ja, wie ihr merkt, ist unten ein Teil des Bildschirms abgeschnitten, weil unten sich das immer geschwärzt hat in den letzten Parts. Deswegen habe ich da jetzt ein bisschen länger den Bereich gemacht, der aufgenommen wird. Dafür seht ihr jetzt aber alles. So, Magneton. Ja, komm, dieser Floor. Nur setzen wir unser gesamtes Team gegen ihn ein. Und zwar Rasierblatt. Relaxo mit Erdbeben hätten wir auch verwenden können, aber. Mal, jetzt haben wir halt dieser Floor draußen. Das jetzt verwirrt ist, okay. Gut, dann wechsle ich eben. Was soll's? Los, Galaxo! Du hast meine Galaxo verletzt. Das zahle ich dir heim mit einem Erdbeben. Crap. Mr. Crap. So, das müssten killen. Jawohl. Und jetzt kommt sein stärkstes Kadabra. Level 50 hat's. Da sage ich nur boah, Psychokinese. Ein Wort. Ein einziges Wort. Body Slam! Yeah! Und jetzt kommt sein Flamara. Hoffentlich schafft Relaxo es noch. Ja, mit dem Silberblick kommst du nicht weiter. Und tschüss. Gut, Flamara ist down. Und Relaxo erreicht Level 46. Juhu. Was? Ich war zu unvorsichtig. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Rot, wenn du auch gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen nicht bewusst. Bis dann. Ja, da hat er recht. Wir müssen wirklich mehr trainieren. Aber ich werde das dann offscreen machen. Oh! Nieten! Hieß das Nieten-Pokémon? Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. So. Gerade aus Mitleid fliehe ich vor dem. Heilen wir unsere Pokémon. Ab ins Pokémon Center.
Hallo, Quatsch, will ich mal wieder voll oder nerven wir dich? Klick auf heilen, wenn du sagst, dass wir dich nerven. Naja, nicht mehr lange und ich hab das hinter mir, dieses ständige Heilen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja. Kein Leben. Ständig mit dem Kunden quatschen. Hey du, geh mir aus dem Weg. Danke. Die Pokémon-Liga. Wir sind auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Jetzt haben wir alle 8 Orden. Und wir sind da. Pokémon-Liga, Haupteingang. Oh, ein letztes Mal ein- und ausatmen. Und los geht's. Oh, du trägst den Felsorden, dann darfst du passieren, ja. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Quellorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Quellorden. Okay, du darfst passieren. Ja, jetzt müssen wir unsere Orden vorzeigen, damit wir auch rein können. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Donnerorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Donnerorden. Okay, du darfst passieren. Juhu. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Farborden besitzt. Wunderbar, du trägst den Farborden. Okay, du darfst passieren. Juhu. Gut, hier müssen wir Surfer einsetzen. Pokémon tauchen hier, glaube ich, keine auf. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Seelenorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Seelenorden. Okay, du darfst passieren, hier kommt man eh nicht durch, wenn man den Seelenorden noch nicht besitzt, weil man eh nicht surfen kann. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Sumpforden besitzt. Wunderbar, du trägst den Sumpforden. Okay, du darfst passieren. Gut, das ist hier, hier ist Gras. Da tauchen auch Pokémon auf, natürlich. Mal schauen, welche Pokémon hier sind. Mankey, extremely quick to anger. Level 41, what the fuck. Na gut, dann Feuersturm. Okay. Und Level up, sowas aber auch. Du darfst noch passieren, wenn du bereits den Vulkanorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Vulkanorden. Okay, du darfst passieren. Natürlich. Na Pikachu, wie geht's denn dir? Pikachu! Schwules Pikachu. Du darfst so passieren, wenn du bereits den Erdorden besitzt. Oha, du trägst den Ortorden. Okay, du darfst passieren. So, und hier ist die Siegestraße. Pokémon Liga. Jetzt sind wir in einer Höhle. Da wittern sehr starke Pokémon. Wir bewegen erstmal den Felsen. Das sind nämlich so die Schalter. Und wenn man die Schalter dann... Also wenn die Felsen dann auf dem Schalter platzieren, dann werden neue Wege freigeschaltet. Ein Kleinstein. Kein williger Gegner. Also gegen die Mini-Pokémon kämpfe ich natürlich nicht, ist klar. Ich kämpfe nur gegen die 40er. Und Glurak an erster Stelle wäre auch nicht so weise. Ich glaube, ich lasse Totapi wieder ran. Denn hier tauchen viele Gesteins- und Flug-Pokémon auf. So, hier seht ihr einen Schalter. Jetzt müsst ihr den Felsen nur noch da drauf kriegen. Kleinstein! Level 36, okay. Gegen das können wir ruhig kämpfen. Surfer! Und Glenstein wurde besiegt, juhu. Und jetzt öffnet sich der ein neuer Weg, ja.
Turtok! Benutzt deine Surferattacke. Level 41 für einen Kleinstein. So, okay, das hätten wir. Und jetzt ist hier diese, ja, Schalter weg, wie ihr sehen könnt. Und wir können weiter. Oh nein, was taucht denn jetzt auf? Ein Kleinstein. Oh nein, oh nein, oh nein. Hier taucht auf ein Kleinstein. Surfer. Und tschüss. Gibt zwar nur 400 Erfahrungspunkte, aber egal. So, jetzt müssen wir uns entscheiden, welches Item nehmen wir. Ich nehme mal das obere, ich glaube, das ist Himmelsfeger. Jupp, Himmelsfeger. Ich glaube, die bringen mir sogar Glurak bei. Ich hoffe, Glurak kann die Attacke. Müsste eigentlich schon die Attacke können. Oh ne, das kann die Attacke nicht. Schade. Das andere ist ein Sonderbonbon, falls ihr fragt, welches das andere ist. Onyx Level 45. Surfer. Krallen wir uns ein paar Erfahrungspunkte. Okay. Level 49 für Turtok. Jetzt haben wir bald einen 50er. Aber es reicht noch nicht für die Liga. Das reicht bei weitem noch nicht. Und nochmal Surfer. Ich glaube, ich will meine Pokémon bis 55 trainieren. Aber Pikachu will ich auf 60 trainieren. Erst dann gehen wir in die Liga. Und langsam nerven mich die ganzen Pokémon. Aber mir soll es nicht stören, nimmt Erfahrungspunkte. So, bis muss reichen. Ah, nicht so genau, aber... Dunkelnebel entfernt alle Statusveränderungen. Okay, das war's mit dir, Zubat. Oh man, 4 Schritte und ein neues Pokémon. Aber wie gesagt, mich stört's nicht. Wir brauchen die Erfahrung. Okay. Hallöchen. Glaubst du etwa, du kannst es mit mir aufnehmen? Klar. Ich habe ja alle Orden, du etwa nicht? Doch, ich habe ja auch alle Orden. Ah, okay, dann zeig mir deine Pokémon. Das wird ein epischer Kampf. Snowbellikarte Level 44. Damit kannst du nicht mal Giovanni besiegen, aber gut. Laden wir unsere Schädelwurme auf. Kein Grund gleich, kratzig zu werden. Bist sicher. Schädelwurme. Und einmal Surfer. Wann denn Turtok eigentlich Hydropumpe ist, weiß ich gar nicht. Muss ich später nachschauen. Ulona! Okay, das war's. Das kennen wir aus der Arena. Von der Zinnobelinsel dieses Ulona. Und das haben wir damals auch mit einem Turtok besiegt. Ich bin raus. Nun gut, das ist hier ein verstecktes Item. Nee. Okay. Gut, hier kommen wir wieder raus. Wollen wir aber noch nicht. Ich glaube, du bist gut. Gut genug, um mich zu schlagen. Oh Mann, ich hab da was zwischen meinen Zähnen. Eklig. Muss ich dauernd so ang machen. Dieses Visa-Knoss schreckt mich nicht ab. Eisstrahl. Ach, oh, knapp, aber knapp bleibt knapp. Ja, es zieht eine Menge ab. Ist sogar ein Volltreffer, ja, es ist rasierbar. Ein Schillock, jetzt sollten wir mal wechseln zu Pikachu wieder. Nicht, dass wir ständig nur Turtok trainieren.
Pika! Donner! Bam! Glut, Hexo, lass mir jetzt mal relax sowas machen. Ah, ich glaube, ich pausiere mal kurz und hol was zum Trinken. Damit der ganze Dreck da weggeht. Oh, warte, ich hab da glaube ich noch was. Ich kann ja drahtlos. So, mein Headset ist, läuft ja drahtlos. So, hier ist es. Ja, dann werde ich jetzt mal was trinken. Sorry für die ganzen Geräusche jetzt. Englurak. Aber kein Gegner für unser Turtok. Okay. Und Level Up. Jetzt haben wir unseren ersten 50er. Ja, eigentlich haben wir die Vögel als 50er, die ersten, aber die zählen nicht. Zapdos und Arctos. Dann trainieren wir jetzt nicht mehr Turtok, sondern lassen es erst einmal. Unser schwächstes und niedrigstes Level. Ja, lass mal Glurak wieder an erster Stelle. Und kämpfen ein bisschen mit Glurak. Okay, Relaxo. Relaxo, benutzt seine Stärke. Oh, ich hab da immer noch was. Ich hab da immer noch was zwischen den Zähnen. Ich glaube, ich sollte einen Zahnstocher finden. Aber warum erzähle ich das in einem Let's Play? Ui, was haben wir denn hier? Die Siegestraße stellt eine Art Abschlussprüfungen für Trainer dar. Was ist ein Schwarzgurt, okay? Nein, Maschok. Warum kein Machomai? Hä? Hier hätte man ruhig den Machomai reinbringen können in der Siegestraße, aber gut. Fliegen! Ja, klick noch mal! Ne, da versuche ich, ich hatte so einen Zahnstocher. Jetzt versuche ich gerade den, hat überlebt, okay. Ja, egal, lass es gut sein. Ja, hätte ich auch gemacht, wenn, aber das ist kurz so. Bei Fliegen killt den jetzt. Ein Macholo, das schafft Glurak auch noch. Man, Glurak eigentlich Flammenwurf. Doch, das hat schon längst gelernt, naja. Und fliegen! Jetzt habe ich's raus. Jetzt habe ich den Müll aus meinen Zähnen raus. Juhu! Ein Machok schon wieder. Also er wollte, glaube ich, sein Macholo zu einem weiteren Machok entwickeln. Oder er wollte alle drei Formeln von Macholo, also Macholo, Machok und Machomai holen, aber er wusste nicht, wie man Machok tauscht, also wie man Machok entwickelt. Naja, wenn, also, ja. Rot, Rot besiegt Schwarzgurt. Ah! Da, 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 da. Okay, hier ist wieder so ein Schalter. Das heißt, wir machen hier einen Felsen. Nein, ich werde nicht gegen dieses kleine Stein kämpfen. Und es ist Mega Kick. TM5. Könnten wir Relaxe vielleicht beibringen. Du möchtest also die Top 4 herausfordern. Natürlich. Deswegen bin ich ja hier. Jongleur möchte jonglieren und benutzt Dramato. Feuersturm! Oder Headbutt! Schlitzer natürlich! Schlitzer, Schlitzer, Schlitzer! Alles geritzt, Dramato! Auf Schlitzer!
Ui, Volltreffer, ja. Stütze auf hohe Volltrefferquote, ist klar. Noch einmal. Und das muss gewesen sein für Hübner. Ah, knapp. Jetzt mir denken können. Ah, Psychokinese. Das ist nicht gut. Ich weiß, ich wollte aufhören zu singen, aber ich kann mich nicht beherrschen. Nicht beherrschen. So, Kadabra. Abracadabra, Simsalabim. Feuersturm. Und das Kadabra ist hin. Ah, ruft Kadabra zurück und holt Kadabra, lol. Was für ein Unterschied, okay, dann schwächen wir das ebenfalls mit Feuersturm. Ist sogar ein Volltreffer. Epic, Level 46, jetzt aber Flammenwurf. Yippie! Gut, welche Attacke vergessen wir denn? Ja, hauen wir Schlitzer raus. Wir hätten auch Geowurf rausnehmen können, aber nee. Ich mag Geowurf irgendwie. So, hier kommt das angeschwächte Kadabra von vorhin. Setzen wir Flammenwurf ein. Die daneben geht. What the fuck? Und ein Psy-Strahl. Ah. Oh, knapp überlebt, aber gut. Zack. Rot besiegt Jongleur. Voll erwischt. Haben wir vielleicht ein Item, um zu heilen? Um unser Glurak zu heilen, meine ich. Ja, ein Top-Beleber halten wir. Die können wir allerdings noch nicht verwenden, weil unser Glurak noch lebt. Komm nur her, ich werde dich besiegen. Woher willst du das wissen, hä? Woher willst du das wissen? Ich bin dir 2 zu 6 überlegen. Ah, ja, Glurak ist zwar angeschlagen, aber ich kämpfe jetzt trotzdem mit dem. Feuersturm! Fuck! Ja, immerhin brennt's. Das ist ja auch mal was. Und die Karlsruhe wird's nicht überleben, oder vielleicht doch? Jetzt aber, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht! Oh, okay. Der Plan wäre aufgegangen, wenn Glurak überlebt hätte. Los, los, Pikachu, rächt dich dafür. Wobei, das Nobelikat wird eh darum gehen, deswegen halte ich unser Glurak einfach mal. Heute ist Zahltag, danke für das ein bisschen, danke für das Geld, was du uns gibst. Und tschüss. Und Level Up für uns ist Pikachu, Level 49. Enteron, gut, Pikachu bleibt draußen. Jetzt kommt Donner! Enteron ist die Weiterentwicklung von Enton, wie man sich sicherlich denken kann. Auweia, ich bin besiegt. Und wir kriegen ein bisschen Kohle durch den Zahltag. Rot findet Hyperheiler. Hier ist noch einer. Zubat, langweil mich nicht, bitte. Oh, Level 45, okay, du langweilst mich nicht. Also, dann Flammenwurf. Was denn jetzt schon wieder? Was willst du, Kleinstein? Dass hier keine Georoks und Goldwatz auftauchen, wundert mich jetzt ein bisschen. Und dann müssen wir da kämpfen, das hat man Level 31. Die Siegestraße ist sehr schwer zu meistern. Echt, findest du? Ich finde sie ist ganz locker. Aber na gut. Der hat einen Pantimos, ja genau. Er ist 2 Level höher als unser Glurak, aber Feuersturm hat keine AP mehr, scheiße. Na gut, ein Flammenwurf. Erhöht seinen Angriffwert. Ist aber egal. Tschüss! Ach ja, dieses Pantimos konnte auch Delegator, da war ich immer fasziniert von der Attacke. Früher, wo ich klein war. TM17. Das müsste Überroller sein. Könnten wir vielleicht unserem Relaxo beibringen?
Oder ich schau mal nach, was noch Evil-Roller kann. Pikachu kann Überroller. Fail. Turtok kann Überroller, das ist gar nicht so schlecht. Ja, komm, ich bin Turtok mal Überroller bei. Kampfattacke schalten nie und hauen Schädelwurm raus. Nun gut, hier ist der Ausgang, da kommen wir aber noch nicht hin. Hier ist eine Treppe. Hier ist noch eine Trainerin. Ach komm, aber erst hier ein Pokémon. Ui, mein Golbat, sehr schön. Level 44, schönes Level für die Siegestraße. Gut, dann Flammenwurf. Glurak braucht echt Erfahrungspunkte. Wir könnten es aber auch fangen. Soll ich es fangen? Ich fang's mal, ein Hyperball. Ja. Gotcha. Golbat, Fledermaus, Größe 1,60 Meter, what the fuck? So viel wie ein Fünftklässler, würde ich sagen. Gewicht 55,0 Kilogramm. Dieses Pokémon greift schnell und lautlos an. Mit seinen spitzen Zähnen kann es Blut saugen. Gut, ihr habt einen Chanera, glaube ich. Trainer sind geborene Kämpfer, immer auf der Suche nach starken Trainern. Gegnern oder was weiß ich. Trainerin möchte kämpfen. So ein Parasit! Parasek. Mal schauen, Parasek ist Käfer und Pflanze, glaube ich. Das heißt, Fliegen wäre vierfach effektiv. Oder Flammenwurf wäre auch vierfach effektiv, aber egal, jetzt habe ich halt Fliegen verwendet und das geht auch. Oh, Yugong, er wächst sich lieber, Yugong ins Wasser. Und holen Pikachu raus und jetzt kommt Donner. Ach, fuck. Und wieder missachten wir die Regel, dass Pikachu immer 5 Level mehr als unsere anderen Pokémon haben soll. Jetzt aber... Oh Mann. Ja gut, Heuler, jetzt kommt Ruckzuck von unserem Pikachu und das war's. Gut, ja, hier kommt Chanera, ganz wie ich es gesagt habe. Ja, lassen wir mal... Ja, stimmt, Turtok mit Überroller ran. Chanera ist eins der... gehört zu den Pokémon mit dem meisten KP, dafür hat es aber andere Scheißwerte. Der Überrolle müsste Chanera fertig machen. Und das tut's auch. Oh, und tötet unser Turtok. Oh mein Gott. Der hat gedacht, dass es so viel abzieht, der Rückschussschaden, aber gut. Cool, du bist wirklich stark. Danke, danke. Ey, was nervt mich jetzt da? Es ist ein... Golbat. Hallo, nerviges Golbat. Flammenwurf. Dunkelnebel! Entfernt alle Stoßwendungen. Ja, kennen wir. So, das war's, Golbat. Und noch ein neues Level-Up für Glurak, 47. Wann denn Glurak eigentlich Flammenwirbel? Oder Feuerwirbel, keine Ahnung. In dieser Generation ist er richtig gut, die Attacke. Hier haben wir mal einen Georock. Freut mich, mal ein anderes Pokémon außer einem Kleinstein zu sehen. Dieses Georock, ja komm, ich rate einfach mal, dass das Georock Finale einsetzen wird. Tut's aber nicht, Härtner. Oh nein, Steinwurf, scheiße, muss ich aufpassen. Okay, Wechsel, 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 dieser Floor. Oh, hat man Glück, dass wir es gewechselt haben, weil Steinwurf hätte unser Glurak gekillt. Vierfache Stärke wäre es gewesen. So, das ist ein Kill.
Nerv mich nicht, bitte. Nerv mich nicht, bitte. Du scheiß Georock, verpiss dich. Du Nervensäge, nerv mich nicht. Relaxo. Jetzt versuch's mal mit dem Erdbeben. Ja, ich versuch's mit dem Erdbeben, nicht du. Okay, dann, ja. Lass uns mal die Siegestraße ein bisschen beben. Hat überlebt, sollen wir's fangen? Ja, fangen wir's einfach mal. Just for fun. Man lebt nur einmal im Leben, also. Überball! Und Gotcha! Georock wurde gefangen. Georock, Gestein. Dieses Pokémon rollt sich gerne Gebirgspfade hinunter. Kein Hindernis kann es dann aufhalten. Wie viele Pokémon haben wir jetzt? 43, wir brauchen nur noch 7 für den EP-Teiler. Ich will das Item. Man erzählt von einem Wunderkind. Das bin wohl ich, was? Oder blau? Blau oder rot? Einer von den beiden. Aber ich glaube eher, du meinst mich, weil ich bin der Bessere von uns zwei. Und hier ist ein Kokowai. Ja, du hast genau, das Pokémon für Glurak. Fliegen. Ich glaube nicht, dass es für einen Kill reicht. Ja, tut's auch nicht. Gut, dass Hypnose jetzt verfehlt hat. Flammenwurf. Jede Menge Erfahrungspunkte für Glurak. Und jetzt kommt nochmal ein Austoss. Lassen wir unser Pikachu ran. Und diesmal wird die Donnerattacke nicht wieder treffen. Das wäre dann ein Triple Fail. Ah, diesmal trifft Donner. Okay. Und was kommt jetzt? Arcani, das Pokémon, was ich schon immer in meinem Team haben wollte, aber ich noch nie hatte in meinem Team. Ja komm, lass mal Feuer gegen Feuer kämpfen. Und lass einen Glurak mal ran. So, ja, fliegen. Ja, Brille, bringt dir gar nichts. Warum kann dieses Arcani Brille? Das hat sein Trainer genommen. Und Silberblick, also, ja. Ich glaube, Arcani greift nicht mit normalen Angriffspunkten an. Und jetzt erhält er noch sogar den Angriff. Wenn, dann greift er mit Spezialattacken an, aber... Ne, den Angriff noch weiter. Okay, jetzt setzt man eine Feuerattacke ein, das wird ihn dann ownen. Flammenwurf! Arcani hat zwar ab der dritten oder vierten Generation Feuerfänger, also hätte man das nicht verwenden können, so. Du bist das Wunderkind. Danke, ich weiß. Ein Top-Beleger! Beleben wir unser Turtok wieder. Ja, wir haben sogar zwei, ist ja sehr schön. Okay. Turtok ist wieder fit. Und weiter geht's. Ah, den Felsen brauchen wir jetzt. Aber dieses Pokémon, was jetzt erscheint, das brauchen wir nicht. Nicht wahr, Kleinstein? Ja, ich rede mit dir. Na gut, es hat Level 41, aber wenn ich wechsle, dann habe ich Angst, dass es final ist und das wäre nur unnötig. So, relaxo, relaxo, relaxo. Leg mal diesen Phasen. Oh. Georock. Ja, gegen das kämpfen wir jetzt, ja? Lassen wir unser Turtok ran, das wir gerade wiederbelebt haben. Ein Steinwurf hätte ich auch gemacht gegen Glurak, aber ja. Die Attacke gegen daneben. So, Surfer wird ihn auch nennen. Und gibt wieder jede Menge Erfahrungspunkte für unser Turtok. Juhu. Danke, Georock. Und weiter geht's. Felsen Moving in der Siegestraße. Na, was ist es diesmal? Machok hat man noch gar nicht, okay. Ui, das Level ist auch ganz okay. Gut, fliegen, wenn es überlebt, schmeißt den Hyperball.
Ja, hat's gekillt, wär's kein Volltreffer, hätt's aber überlebt. Da bin ich mir sicher. So. Crap! Dieses verdammte Pokémon, was da jetzt auftaucht. Oh, Level 46er Kleinstein. Na gut, wir kämpfen es einfach mal. Turtok, Turtok, Turtok. Explosion, die stärkste Selbstkill-Attacke. Zieht 250 KP Grund ab. Ja, aber Turtok überlebt es noch. Was haben wir hier? Das ist Explosion, was wir da gefunden haben. TM47. Felsenmoving in der Siegestraße. Ah, noch ein Kleinstein. Level 41. Keine Lust. Flucht. Okay, hier geht's. Ist eine Leiter, aber die benutzen wir erst später. Denn jetzt müssen wir erst einmal aus der Siegestraße. Ein Mashok! Schon wieder? Das heißt, wir verwenden wieder Fliegen. Erhöht seine Volltrefferquote mit Energiefokus. Ja, gut, schon wieder Volltreffer. Level 48. Gut, die haben wir schon ausgeschalten. Der Felsen, den wir gerade draufgelegt haben, hat hier diesen Ort freigelegt. Und es sind noch zwei Trainer. Mashok. Hallöchen. Glurak. So. Ja, gut. Hat schon wieder gekillt. Ich meine, ja, so dringend brauchen wir Mashok nicht. Gleich siehst du, wie gut du bist. Okay, dann will ich mal sehen, wie gut ich bin. Die hat einen Knuffenser, einen Ultrigarier und einen Sarzenia. Beide perfekte Gegner für Glurak. So, Flammenwurf. Kill. Müssen wir gar nicht darüber reden. Sogar Volltreffer, aber... Jetzt kommt Ultrigarier, die Weiterentwicklung von Knuffenser. Wieder Flammenwurf. Flammenwurf, ja, stimmt schon. Kill, und jetzt kommt die Weiterentwicklung Sarzenia. Und wieder Flammenwurf. Kein schweres Spiel. Und jetzt siehst du, wie gut ich bin. Das darf doch nicht wahr sein! Nur Auserwählte dürfen passieren. Ey, bist du sowas wie der Türsteher da draußen? Wenn du nicht dazustehen willst, dann geh bitte raus aus der Siegestraße. Rainer möchte kämpfen und er benutzt einen Kingler. Ein Wasser-Pokémon. Hatten wir, glaube ich, auch... Doch, wir hatten mal einen Kingler in der Seeschirminsel. Kann sein, dass es gefangen hat. Er hat es gefangen und trainiert. Uiuiuiui, Guillotine Kauerattacke. Aber unser Pokémon hat nur das Level und Guillotine funktioniert nur bei Pokémon, die niedriges Level haben. So, Donner! Heute gibt's gebratene Krabbe auf dem Grill. Okay, Tentoxa wieder im Wasser. Ich glaube, der hat dann noch ein Enteron, glaube ich, hat er noch. Was hat überlebt? Hätte ich nicht gedacht, aber gut. Okay, Kreideschrei kann es, naja. So, aber ja, ist auch down. Level 50 hat unser Pikachu jetzt. Und es erlernt Lichtschild, 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 schützt vor Spezialattacken. Ja, komm, ruckzucki weg.
Aber so ein heftiges Upgrade ist es nicht. Ah, Totokatz, okay. Na gut, verwenden wir Lichtschild mal. Ich bin der Zuversicht, dass Pikachu Stunners nicht trifft, aber naja. Okay, er greift physisch an mit Biss. Aber Donner! Oh fuck, trifft nicht. Schädelwumme. Oh oh, wieder physisch. Jetzt aber, der muss treffen. Sehr schön, Pikachu. Ich bin stolz auf dich. Unser Pikachu hat ein starkes Turtok gekillt. Ich fasse es nicht. Und hier ist ein Felsen, den müssen wir runterschubsen. So, jetzt haben wir den Felsen hier. Lachso, benutzt deine Stärke-Attacke. Und jetzt leckt es ein bisschen. Oder ich kann's auch, kann auch sein, dass ich es mir einbilde. Wir haben Zeit. Zeit, wir haben Zeit. Zeit, wir haben Zeit. Zeit, wir haben Zeit. So viel Zeit, yeah. Zeit, Zeit. Sehr viel Zeit und zack. So, der Weg in die Siegestraße. Der Weg in die Pokéliga steht uns offen. Ein Kleinstein, schon wieder Level 36. Und Flucht. So, hier geht's nach oben. Und hier ist ein verstecktes Item, ein Top-Genesung. Und hier ist der Ausgang. Wir sind draußen. Wir sind da, Pikachu. Bist du bereit? Ich nehme das mal als Ja an. So, heilen wir unsere Pokémon. Und dann gehen wir nochmal in die Siegestraße später. Weil wir haben noch nicht alles erledigt. Im Gegenteil, es gibt hier noch ein Pokémon zu fangen. Indigo Plateau, das Pokémon Liga Hauptquartier ist die höchste Pokémon Autorität. Okay, jetzt fangen wir nämlich Lavados. Aber ja, erst im nächsten Part fangen wir Lavados. Denn naja, denn warum sage ich denn? Denn im nächsten Part gibt es noch einiges zu tun, bevor wir in die Wege gehen. Wir müssen nämlich noch ein bisschen was erledigen. Nämlich Kleinscheiß. Wir schauen nochmal im... Ja, wir schauen nochmal kurz die Region an. Und kontrollieren, ob wir gegen jeden Trainer gekämpft haben. Aber das ist nicht so, dass wir gegen... Dass wir überall hinlatschen, nein, 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 ich weiß, wo, also wir haben in der MSN noch gegen einen Trainer zu kämpfen, gegen den wir verloren haben, absichtlich, damit die MSN auf dem, ja, länger da bleibt. Und da müssen wir noch Vorbereitungen treffen für die Liga. Und meine Pokémon werde ich dann offscreen trainieren. Auf Level 55 werde ich trainieren, die Katze werde ich auf 60 trainieren. Und dann geht's mit der Liga los. Unser Finale. So, gegen die Pokémon lassen wir erstmal. Ich sagte, wir lassen es erstmal gegen die Pokémon. Kannst du es nicht verstehen, du Kleinstein? Du bist gegen dich hat man doch gerade gekämpft. Oh nee, das andere hat Level 44 gehabt. So, Flucht. Nervensäge. So, hier ist noch ein Trainer.
Wenn du an mir vorbeikommst, kannst du zu den Top 4 gehen. Ne, muss nicht sein, wir waren da schon in der Liga, aber gut. Pokémaniac. Glutexo Level 44. Anders von die Weiterentwicklung Glurak, was wir haben, Mann. Geowurf. Was gibt's Vorbereitungen zu machen? Wir müssen noch unseren Pokémon die neue, also TMs beibringen, andere TMs. Die ganzen TMs, die wir haben. Und die, was wir nicht verwenden, werden wir verkaufen und mit dem verkauften Geld kaufen wir uns dann Tränke und Belebe und und damit werden wir es ziemlich sicher schaffen. Das habe ich auch bei der roten Edition gemacht. Ist eine ganz gute Taktik. Die NP-Teile werden wir uns noch holen müssen. Denn ich will euch ja alles zeigen. Und der EP-Teil ist eins von denen, was ich euch noch zeigen will. So, also im nächsten Part ist ganz grob, aber also, ja, lauter grobes Zeugs im nächsten Part. Ein Lapras. Naja, Lapras ist gut. Ist ein Eis-Wasser-Pokémon. Haben wir auch eins, in der Silpsko haben wir das bekommen. Donner! Hat überlebt. Jetzt kommt Weißnebel. Ich weiß, dass er das Lapras verwendet, einen Weißnebel. Na, aber scheiße. Der Spruch war scheiße. Oh, ja, ja. Und ein Schlurp hat man noch nicht. Was ist mit Tutteran? Ich hab Hunger. Ich will das echt so. Ja. Der Analmeister ist da. Schlurp ist... Ach, nicht down, schade. Slam. Ich hasse Slam. Aber gut. Bis. Nein, unglaublich. Hier ist ein Item. Ein Megablock. Moment, da fällt mir ein. Hier ist, glaube ich, auch ein Beleber. Ah, Hyperball, okay. Nun gut, im nächsten Part fangen wir Lavados, holen uns den EP-Teiler, kämpfen gegen den Trainer auf der MSN und ich werde meine Pokémon offscreen trainieren. Gut, dann bis zum nächsten Part. Servus!